Ich will die Pythia sehen. Oh. Eintritt erhält nur, wer vom Licht des Apollon auserwählt wurde. Und wie wird man auserwählt? Indem man sich hinten anstellt. Sehe ich aus, als würde ich mich hinten anstellen? Das hat geklappt. Cool. Ist ja einfach. Tritt ein in das Licht des Apollon. In das Licht, das alle Schatten erleuchtet. Wähle deine Frage mit Bedacht, Sterbliche. Denn nur eine ist dir gewährt. Sprich, Wahrheitssuchende! Würdest du sie nicht durchlassen, wenn sie mit den ganzen Waffen vor dir steht und dir droht? Ja, nein. das ist keine Sprache, by the way. Ja, die Pythia war ja auch unter Drogen immer. Beziehungsweise wurde sie ja von so einem betörenden Nebel immer heil gemacht. Genau. Naja. Also ich weiß nicht, ob es bei allen Orakels so war, aber bei der von Delphi war es so. Gut. Wo ist meine Mutter? Wo ist mein Vater? Ich frag mal nach meiner Mutti. Als Kind verlor ich meine Mutter. Ich muss sie finden. Wo ist sie? Du bist es! Aus den Visionen! Das Kind auf dem Berg! Wie kannst du das wissen? Du musst gehen. Sofort. Gehen? Hast du eine Ahnung, was ich durchstehen musste, um hierher zu kommen? Oh, das habe ich. Ich sah, dass sich der Blick des Priesters auf Kausos nicht in die Knie zwang. Ein Kind und seine Familie verdanken dir ihr Leben. Aber woher? Niemand kann sich vor dem Licht verstecken. Bitte. Der Weg hierher war weit. Ich brauche Antworten auf meine Fragen. Kind des Berges. Der Kult des Kosmos hat seine Augen überall. Sie werden dich töten. Kult des Kosmos? Das Orakel hat gesprochen! Die Prophezeiung ist dein! Du hast meine Fragen nicht beantwortet! Die Pythia ist fertig für heute. Ich gehe nicht ohne Antworten. Sie hat sich, glaube ich, versprochen. War ich so lange drin? Du bist noch hier. Wo ist Barnabas? Er ist zum Schiff zurückgegangen. Du scheinst nicht glücklich über deine Prophezeiung zu sein. Sie wusste, wer ich bin. Sie ist die Pythia. Es gehört zu ihrem Beruf, so zu tun, als würde sie dich kennen. Sie hat nicht nur so getan. Sie sagte, sie habe Visionen von mir als Kind auf einem Berg. Welches Kind stand nicht schon mal auf einem Berg? Ich bin von diesem Berg geworfen worden. Mein Leben endete und begann auf diesem Berg. Glaub mir. Sie wusste, wer ich bin, was ich getan habe. Sie wollte mich warnen. Warnen? Wovor? Okay, Vater hat sich versprochen, nicht Schlange im Gras, sondern die Schlange auf... Oh Gott, Sarah. Oh Gott. Okay, die Pythia darf überhaupt nichts sagen, was sie will. Ja, okay, super, der Kult des Kosmos wurde erwähnt, super. Jetzt kann Demi wieder was sagen. ja, vor dem Kult des Kosmos, das ist nicht wichtig, doch. Sie sprach vom Kult des Kosmos. Sagt dir das irgendetwas? Ich habe Gerüchte gehört. Ein Kult, kein gewöhnlicher, auf dem Weg nach Delphi. Aber ich habe denen keine Beachtung geschenkt. Die Pythia hatte Angst vor ihnen. Die Wachen haben sie fortgeführt. Fortgeführt? Dann stimmen die Gerüchte. Wenn dieser Kult die Pythia manipuliert. Das sind erschütternde Neuigkeiten. Weißt du, was das bedeutet? Durch sie kontrolliert dieser Kult die Welt. Ich muss unbedingt mit ihr sprechen, wenn sie nicht so gut bewacht wird. Dafür müssten dir die Götter ein Wunder schenken. Sie wird immer bewacht.
Ist ja auch ein scheiß Leben, ganz ehrlich. Ja, ich mag Herodotos auch. Der ist voll cool. Der hat vor allen Dingen voll die Ahnung. Du weißt mehr über die Pythia als ich. Wo könnte ich sie finden? Wenn sie sich nicht im Tempel des Apollon aufhält, dann in ihrem Haus in der Chora von Delphi. Wie sieht ihr Haus aus? Ich kann schlecht alle Türen eintreten, bis ich sie gefunden habe. Das Haus des Orakels sollte leicht genug ausfindig zu machen sein. Sie ist wohl die Einzige, die es sich leisten kann, im Luxus zu leben. Kannst du mir sagen, wo genau die Pythia dort lebt? Ich habe gehört, dass sie am Rand des Ortes leben soll, aber sei vorsichtig, man wird sie bewachen. Nicht jeder sucht das Orakel mit guten Absichten auf. Ja. Ich werde herausfinden, wo die Pythia lebt und meine Antworten bekommen. Cassandra, vergiss eines nicht. Schiere Kraft ist nutzlos, wo Feingefühl vonnöten ist. Der ist cool, der ist richtig, richtig cool. Ich mag den. So. Herodotos ist ein Guter, du Guter. Naja, Leute, ich wünsche euch was. Es ist 22:30 und Zeit zu pennen. Bis nächstes Mal, wo du Odyssee spielst. Bis dann, Dimi. Wegen Odyssee, ich weiß noch nicht, ob ich das im Stream weiterspiele. Wahrscheinlich schon. Oder, es wird wieder hell. Ich weiß es nicht. Genau, aber auf jeden Fall als Let's Play mache ich's. Genau. Schlaf gut und danke, dass du dabei warst. Genau. So, da ist auf jeden Fall noch eine Dame. Ah, Söldnerin. Na, welch hübscher Anblick für meine alten Augen. Jung, voller Elan. Vielleicht sollte ich nur für deinen Körper bezahlen, statt für deine Hilfe. Ich wollte schon immer eine ältere Liebhaberin. Passt besser auf, was du sagst. Was ist das denn? Oh, passt besser auf, was du sagst. Verstanden? Verzeih mir. Ich freue mich nur, dass mir die Götter jemanden schicken, der mir helfen kann und gleichzeitig körperlich so anziehend ist. Das höre ich gern. Koragos, mein Gatte, ist überfordert von meinem Verlangen nach Vergnügen. Ich schätze, das wäre jedermann. Oh, ich habe viele Liebhaber, aber nur ihn liebe ich. Wenn wir zusammen sind, ist es unbeschreiblich. Dann beschreib es nicht. Als wir jünger waren, liefen wir im Mondlicht in den Wald, warfen unsere Kleider von uns und liebten uns bis zum Morgengrauen. Unsere ekstatischen Schreie hallten durch das ganze Tal. Hat sie nicht gesagt, sie will keine Details. Tominator wurde vom Chat gezwungen, die 2 zu nehmen. Oh, wie cool. Ja, zum Glück. Also, ja, zum Glück ist hier nicht so viel im Chat los, dass alle dann die 2 drücken. Bei den Göttern, erspar mir die Details. Du bist noch äußerst lebhaft. Ja, ich nehme mal hier jetzt die 2, weil stimmt ja. Ich hoffe, in deinem Alter bin ich auch noch so lebhaft. Ich bin jetzt lebhafter als jemals zuvor. Was hat das alles mit mir zu tun? Ich hörte von einem mächtigen Elixier, das einem die Lebenskraft und die Ausdauer von Eros verleiht. Wenn du mir die Zutaten besorgst, kann ich es für meinen Gatten zubereiten. Das klingt nach ein Gebräu, das wir heutzutage noch kennen, das möglicherweise Flügel verlangt. Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Na gut, ich sammle die Zutaten. Also gut, ich sammle die Zutaten. Wenn du versprichst, dass du deine nächtlichen Aktivitäten für dich behältst. Ich habe etwas Geld und Koragos hat noch mehr. Wenn du mir Bärenhoden und eine Hirschzunge bringst, kann ich das Elixier zubereiten. Oh, mehr brauchst du nicht. Keine Sorge, diese Ironie. Ich bezahle dich gut und Koragos wird dir sicher auch dankbar sein. Alter, das ist wirklich der frühzeitige Energy Drink mit Bärenhoden und Gott. Ja, damals haben sie noch Bärenhoden genommen, ne? Die sind ja jetzt geschützt. Jetzt nimmt man heutzutage Stierhoden.
was zum Henker. Dann erzähl mir mal, wo die Bären sind. Aber ganz ehrlich, das mit den Bärenhoden, das klingt wie Far Cry 5. Da war es nur Büffelhoden, ne? Die haben es echt mit den Hoden deprogrammiert. Wo kann ich hier einen Bären finden? Es heißt, ein großer männlicher Bär lebt in einer Höhle beim Heiligtum. Wo finde ich die Hirsche? Gibt es Hirsche in der Nähe? Was für eine Frage. Das ist Fokis. Hier gibt es überall Hirsche. Das Elixier klingt komisch. Wo hast du davon gehört? Nun, die Bütia hat mir davon erzählt. Sie ist so weise, ein Problem zu lösen, von dem ich nicht wusste, dass ich es habe. Okay. Ich komme bald wieder zurück. Naja, so bald auch wieder. In Beizeiten, wenn ich Bock drauf habe. Oh je. Gut. In dieser Richtung gibt es auch noch ein Ausrufezeichen. Da unten. Ich hasse sie immer noch für diese Quest. Und ich habe sie selbst noch nicht mal gespielt. Was ist falsch bei den Leuten von Ubisoft? Der kennt uns? Wie cool! Na gut. Malaka! Wenn das nicht die Adlerfrau persönlich ist. Du bist groß geworden, Cassandra. Und du bist alt geworden, Photios, der Hundeatem. Letztes Mal habe ich, glaube ich, dein Schiff in Brand gesteckt. Mein Schiff und mein Bart. Inzwischen lasse ich es etwas ruhiger angehen. Sage mir, werden Söldner hier besser bezahlt als auf Kefalenia? Natürlich! Besser als bei Markus, das ist sicher. Jeder zahlt mehr als Markus. Du hattest Glück, dass ich seine Aufträge übernommen habe. Ich lerne schnell und er ist ein Gauner. Jetzt mache ich nur noch die einfachen Sachen. Im Moment arbeite ich hier als Wachmann. Leichte Arbeit. Meistens. Meistens. Einmal Söldner, immer Söldner. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Naja, dein Leben fängt gerade erst an, ne? Ich könnte auch mal eine Pause. Ja, wobei. Ja, einen freien Tag. Aber nicht mehr. Ich könnte auch eine Pause brauchen. Von wegen Pause. Heute ist es genau wie früher. Die Arbeit ist schwerer, als ich gedacht hätte. Ist irgendwas passiert? Ein paar Priester haben die Schatzkammer geplündert. Sie nahmen die Saphire, eine Spende des thrakischen Königs. Oh. Die Schweine. Das wird deinem Geldgeber nicht gefallen. Nein, aber dir vielleicht. Statuiere ein Exempel an den Dieben. Finde sie und die Saphire und ich zahle dir viel mehr, als du aus Kefalenia gewöhnt bist. Ja, das klingt also nach einem gut. Plan. Ich helfe dir. Aber... Aber was? Ich will kein Geld von dir. Meine Hilfe ist nicht billig. Die hatten so ein cooles Gespräch. Vielleicht gibt er mir dann ein Item. Das wäre ganz cool. Nee, ich nehme kein Geld. Ich habe die alten Zeiten nicht vergessen. Ich schulde dir was, Photios. Ich will kein Geld von dir. Ha! Und ich dachte, ich werde langsam weich. Ja, da hat er recht. Ich bin ein bisschen weich. Wo fange ich an zu suchen? Gut, ich jage also Priester. Wo fange ich an? Priester sind keine Diebe. Wahrscheinlich verstecken sie sich, wo es ruhig ist. Such in den Höhlen westlich von hier. Es ist so komisch, dass die Diebe, also die Anfangsdiebe, sich weit weg verstecken und so die in Anführungsstrichen professionellen Diebe machen es in der Öffentlichkeit. Also je auffälliger und dreister, desto besser. Ist schon erstaunlich. Wie der Sherlock Holmes mal gesagt hat. Auffällig, so auffällig, dass es wieder unauffällig ist.
Genau. Ich hätte Priester nicht als Juwelendiebe in Verdacht. Sie haben weder Drachmen noch Silber genommen. Sie wussten, dass die Saphire das Wertvollste hier sind. Das wissen nur Priester. Hm? Ist es nicht... Ja, vielleicht zu der Zeit. Das sollte nicht allzu lange dauern. Wahrscheinlich ist es nicht so in, also common, dass, beziehungsweise nicht bekannt, dass die diese Juwele oder Diamanten oder keine Ahnung so besonders kostbar sind. Genau. Sie hat gesagt, es wird nicht lange dauern. Ich wette, es wird sehr lange dauern. Gut, die Wahrheit will raus. Das Alter ist nur eine Zahl. Fortios verhängnisvolles Nickerchen. Okay. Okay, das ist näher dran, deswegen mache ich zuerst das da. Das ist ja gleich da. So, und das Blöde ist, ich habe schon wieder viel zu viel getrunken. Aber noch halte ich es aus. So. Entschuldigung, es tut mir leid. Historischer Ort entdeckt. Wagenlenker von Delphi. Das sieht schon geil aus, der Wagenlenker. Voll cool. Ey, Flock, hey! Oder Flo. Flo Nummer 2. Wie geht's dir, altes Hus? Ja, dann wollen wir mal hier das rein. Das muss die Höhle sein, die Photios erwähnt hat. Die Priester waren auch hier. Alter, wie es leuchtet, ne? Voll geil. Da. Oh! Achso, der schaut nicht zu uns. Gut. Dann good day und good night, Sir. Scheiße, ich hab nicht, ich hab nicht, Enter drücken gedrückt. Ich hab... Ciao. Ich meinte, ich hätte F bashen müssen. No. Willst du nochmal runterfallen? Ja, das stimmt. Okay. Oh, wieso bist du da hingefallen? Das lief genauso, wie ich dachte. Oh, dammit. So. Der Kicker wäre es gewesen. Ja, ich, ja. Voll cool. Selbst zum Zocken bin ich zu faul. Kenne ich. Ich finde es faszinierend, wie er das Ganze. So. Oh, wie cool. Ihr seid so cool. Gut, so, das hat auf jeden Fall überhaupt nicht geklappt, aber wir haben überlebt. Der Priester. Aber keine Spur von den Saphiren. Vereinbarung erfüllt. Vereinbarung erfüllt. Oh. Die Saphire werden ohne Abzug verkauft. Treffpunkt in der Despina-Festung. Tja, jetzt weiß ich, wo ich als nächstes hin muss. Tja. Wie ich schon geahnt habe, es wird eine längere Quest. Vielleicht hätte ich ja den
Phobius? Hieß das so? Nicht sagen sollen, dass wir kein Geld nehmen. Ah, vielleicht gibt er uns trotzdem Geld. Ich meine, der ist hier ein Guter. So, Quest verfolgen. So. Hier ist nichts mehr, glaube ich, ne? Ah, ja. So. Die Saphire sind in der Festung. In welcher Festung? Im westlichen Teil des Hügels des Heiligen Krieges. Im westlichen Teil, die da. Dann nehmen wir zuerst den Ausgangspunkt im Tal der Schlange. Ja. Genau, und dann machen wir mal das Ganze unsicher. So. Schöne Aussicht. Und dort im Süden liegt die Despina-Festung. Schön. Also da. Geradeaus. Gut. Wir machen zuerst mal, wie gesagt, den Ausblick. Ich war vorgestern in der Allianz Arena. Oh Gott. Wie tief geht's denn hier runter? Alter, was ist denn das denn für eine Schlucht? Na komm. Alter, die Cassandra hat solche krassen Finger. Und natürlich Arme. Das haben sie übrigens ganz cool gemacht, dass die Arme wirklich nicht zu schlank sind. Also sie sind immer noch sehr schlank, aber nicht zu übertrieben wie bei anderen. Entschuldigung, wie bei anderen Spielen. Oh, hast du dir wehgetan? Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. So, und alles wieder hoch. Oh, lassen wir. Die ist krasser als Lara, ja, das stimmt. So. So, Leute, jetzt ist die Überlegung, es ist schon 10 vor 11. Jetzt ist die Überlegung, ob wir noch ein bisschen weiterspielen oder ob ob wir aufhören. Es ist ja jetzt eine wichtige Entscheidung für mich, weil wenn wir noch weiterspielen, gehe ich gleich aufs Klo. Und wenn nicht, dann halte ich es noch bis zum Ende des Streams. Gibt's nächsten Montag eigentlich noch was anderes als Rome? Vielleicht gibt's dann noch mal ein bisschen Northgard. Hier werden Sie besonders wachsam. Und sonst, ja, gibt's Rome. Vielleicht noch ein bisschen Arena, aber. Ich sehe Sie. Alter, wie viele sind denn hier? Junge. So, das ist Schiffwrack, das gehört nicht mehr hier. Das sind doch nur ein paar Steine. Puh,
Ja, es sind ein paar. Also ich werde da. Warte. Vielleicht solltest du so oder so gleich aufs Klo gehen. Ja, glaube auch. Ich bin komplett durch. Hat er keine Flasche unterm Tisch? An sich schon. Also ich war dabei, also ich bin gleich weg. Ich würde Strullen hören. Maybe? Ja. Also wir können ja, also vor der Quest werde ich auf, ja, ich werde so oder so auf Klo gehen. Wir können ja die Quest machen und die Pythia-Quest. Ich glaube, die Pythia ist noch mal mindestens eine halbe Stunde. Genau, und dann machen wir Schluss. Weil ich kann auch noch gut. Genau. Gigaschaden wollen wir nicht. Gut, dann geh ich mal kurz auf Klo. Und genau, wir sehen uns gleich wieder. Kurz Pipi-Pause und ihr könnt machen, was ihr wollt. Gut. Denke permanent hinter ihm steht ein Polizeiauto wegen Licht. Ach so. Ja, das Problem ist, also das sind so Worte. So ein Fackellicht. Aber das ist irgendwie, die Kamera ist zu blöd dafür, das zu erkennen. Ich bin dann mal weg. Gute Nacht, liebe Leute. War lustig heute, ey. Jo, Flo. Oh Mann, du verlässt uns auch schon. Voll schlimm. Naja, egal. Ja, schlaf gut und ja, wir sehen uns bestimmt irgendwann mal die nächsten Tage. Gut. Da der kleine Flo jetzt weg ist, Bier. Nee, ist nur mal Bier. So. Du. Gut. So. Wir machen jetzt, genau, die Quest mit den Diamanten. So. Was ist das denn hier? Den kann ich ja runterschießen, ne? Nee. Kann ich nicht. Ich habe auch keine Adrenalin mehr. Schade. Das wäre cool gewesen. What the fuck, eine ehemalige Kommilitonin hat eine Siedlung gegründet? Was? Tobi, hast du eigentlich auch Ferien? Ne, ich bin Freiberufler. Da hat man eigentlich, also man nimmt sich halt selbst Ferien, Urlaub. Aber an sich habe ich keinen Urlaub, ne. Guten Tag. Komm hier rein. Aua. Au. Nicht alle gemeinsam. Einer nach den anderen. Au, ich sterbe. Au. Ach, gut, jetzt bin ich wieder da. Hey, wie hast du mich hier erwischt? Au, bitte nicht schlagen.
Erledigt! Okay, das hat mich jetzt überrascht. Wie bin ich jetzt gestorben? Ich bin schon 9-mal gestorben. gut. Aber keine Sorge, ich habe gespeichert. Wo habe ich gespeichert?